Der neue Skoda Fabia wagt den Spagat zwischen neufrech und bewährt brav. Frech ist die Farbe. Neben dem Grün stehen weitere knallige Farben zur Auswahl. Brav dagegen das Design. Der Fabia ist weiterhin als solcher zu erkennen. Auch der Innenraum ist brav gehalten. Genug Platz für Groß und Klein, auch auf der Rückbank. Gute Sicht nach hinten und ein übersichtliches Cockpit. Frech und modern dagegen das Multimedia-System mit Touchscreen, auf dem sich auch der Handybildschirm anzeigen lässt. Frech und clever sind die verschiedensten Ablagelösungen. Eiskratzer im Tankdeckel, Staufach unterm Beifahrersitz oder Taschenhalter im Kofferraum. Der Turbodiesel mit 105 PS ist beim Anfahren etwas zu brav und verschluckt sich jeweils. Danach liefert er allerdings ordentlich Drehmoment, sodass wir aufpassen müssen, nicht zu frech zu fahren. Das liegt auch am Fahrwerk, welches den Lausbuben weckt. Zwar ausgewogen, aber nicht langweilig. Trotz dieses Fahrspaßes ist der Testverbrauch mit 5,5 Litern gerade noch brav genug, um noch nicht unverschämt zu sein. Dem neuen Skoda Fabia gelingt der Spagat zwischen frech und brav, wodurch er richtig Spaß macht.